Willkommen zurück zu Final Fantasy Brave Exvius mit dem Jan. Hallo. Wir wollen heute ein bisschen über die Trustmaster reden. Also, wen das Thema nicht interessiert, könnte direkt wieder rausgehen. Und falls euch das interessiert, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Und zwar Jo. erstmal, was ist überhaupt ein Trustmaster? Das hört man immer oft, aber was genau ist das? Das ist ganz einfach hier bei Einheiten. Habt ihr, nehmen wir einfach hier den Sidan, den ich gerade aufbaue, hier unten immer diese Anzeige, wahre Treuebelohnung. Das ist quasi der Trustmaster. Das ist einfach nur die englische Bezeichnung für wahre Treue. Und dann habt ihr hier so eine Prozentanzeige. Die Prozentanzeige, die könnt ihr füllen, indem ihr entweder dieselbe Einheit in diese Einheit reinfusioniert, also hier jetzt einen zweiten Sidan reinfusionieren, der 0% hat, würde dann 5% hier oben drauf geben. Oder ihr habt bei jeder Mission, die ihr abschließt, eine Chance von 10%, 0,1% hier an Treue zu bekommen. Ihr seht schon, das dauert scheiße lange, den Trustmaster fertig zu bekommen. Yay! Aber umso geiler ist dann zum Beispiel hier von Zidane. Das ist direkt ein Trustmaster aus der ersten Kategorie und die ist. Jan? Die ist Top-Tier. Genau, das Top-Tier. Da sind ganze vier Trustmaster drin. Also einmal Zidane hier, der Zweihänder. Dann das Zweihänder gibt es dann nochmal als Accessoire, also als Zubehörteil. Und das ist von Gilgamesh. Das sind die Genji-Fäustlinge, müssten die heißen. Ja, ich guck mal gerade, ob ich hier einen Gilgamesh finde. Den habe ich nämlich leider nicht. Da ist ein Gilgamesh. Ja, Genji-Fäustling heißen die. Die geben 10% Angriff, 10% Magie und geben passive Fähigkeit Zweihänder. Das ist ja, also quasi einen Heldenring mit zwei Händern, einem. Ziemlich geil. Und Jo. dann haben wir noch in dieser Kategorie die Doppelmagie hier von Ludmilla. Die ist dann, wie der Name schon sagt, für magische, also entweder für Heiler oder für magische Angreifer. Und noch in dieser Kategorie habe ich für mich persönlich da reingepackt von Noctis, der Ring von Lucis. Jetzt, also ist ein Zubehörteil, macht 3 Magie und 3 Psyche. Das ist natürlich nicht, warum es da drin ist, sondern es ist da drinne, weil es ja 3 Fähigkeiten gibt. Und diese 3 Fähigkeiten sind, egal ob das jetzt ein physischer Angreifer ist oder ob das ein magischer Angreifer ist, sind ziemlich geil. Vor allem für Arena gut benutzbar. Und zwar haben wir einmal Alterna. Das ist die Verbesserung von Ultima. Wie auch immer man Ultima verbessern kann. Ich meine, Ultima ist das Gewebe, aus dem das Universum besteht. Also wie kann man das verbessern? Aber gut, heißt hier Alterna. Mit was auch immer man da angreift, wahrscheinlich mit Antimaterie greift man dann an. Das würde sogar Sinn ergeben. Gut, auf jeden Fall macht das einen 510% Modifier und ignoriert 25% der Psyche vom Gegner. Das ist ein AOE-Angriff, kostet 99 Mana. Den bekommt man, wenn man diesen Ring anlegt. Also sollte man das bei einem Magier doch in Betracht ziehen, zumal es gerade der stärkste magische Angriff ist, den man so haben kann. Dann haben wir Death, also Tod dann wahrscheinlich. Das hat eine 30% Chance, Gegner direkt zu töten und macht noch einen physischen Angriff mit 80% Modifier, der ein bisschen LP wieder, beziehungsweise HP wiedergibt. Das ist ja, eher zu vernachlässigen, weil da, wo es wichtig ist, wie Bosse oder sowas, die sind sowieso immun gegen Death. Wäre ja lame, wenn nicht. Ja, wäre auch ein bisschen bescheuert, wenn nicht, genau. Und dann haben wir noch heilig, beziehungsweise holy. Auf Englisch halt. Weiß auch nicht ganz genau, wie es auf Deutsch heißt. Ich schätze mal, dass es heilig heißen wird. Oder irgendwie sowas. Egal. Gibt eine 25% Chance, physischen Attacken auszuweichen. Und eine 25% Chance, diese physischen Attacken zu kontern. Mit 120% Lichtmagie. Und man stellt 40 Mana für sich selbst wieder her. Also ziemlich gut für Arena.
Das Ausweichen ist ziemlich geil für zum Beispiel Lightning oder Noctis in der Arena. Weil die haben schon eine Ausweichchance und bekommen dann diese Ausweichchance noch oben drauf. Geile Sache. Habe ich schon öfter in der Arena selbst erlebt, ist richtig assig gegen die zu kämpfen. Ja, und Alterna kann man da auch benutzen. Das macht dann garantierte 999 Schaden. Und natürlich auch außerhalb von Arena kann man Alterna bei Magie-Charakteren auch sehr geil benutzen. Xdev zum Beispiel kann man das geben. Oder Darkfina. Ich würde es bei Darkfina empfehlen. Weil die halt einfach einen höheren Magiewert erreichen kann. Jo. Ja, das wäre eigentlich soweit unser Top-Tier. Fällt dir noch was ein, was du zum Top-Tier noch sagen kannst? Oder? Ja, wie allgemein Sachen, die man jetzt jeweilige Kategorien sehr, sehr stark machen. Zweihänder oder Genji-Fäustlinge. Natürlich Vereinheiten, die jetzt nicht Dual-Wield von Haus aus drin haben, wie Lightning oder Lune, macht das die einen natürlich bei weitem stärker. Ja, Doppelmagie kann man dann natürlich, ist weit oben, weil man es halt defensiv und offensiv auf einmal nutzen kann. Ja, und Ring von Lucius ist halt alles auf einmal irgendwie Damage und Defensive und MP, so, ja. Deswegen so weit oben. Top Sache einfach. Ja, Zweihänder ist, Zweihänder und Doppelmagie könnte man eigentlich, wenn man es ganz plump ausdrücken will, sie verdoppeln euren Schaden. Ja, zum Beispiel. Wobei Doppelmagie halt auch definitiv nutzbar ist. Ja, Doppelmagie, klar, kann auch Heilung verdoppeln. Das ist klar. Aber Zweihänder, wie zum Beispiel hier bei meinem Noctis, der hat hier Zweihänder an. Kann normalerweise nur eine Waffe tragen, dadurch hat er zwei Waffen. Dadurch, dass er zwei Waffen hat, greift er auch zweimal an. Weil der Angriff wird erst mit der einen Waffe gemacht und dann wird der Angriff mit der zweiten Waffe gemacht. Also erst hier mit Excalibur und dann mit Sakura Fubuki. Und ja, das funktioniert bei so ziemlich allen physischen Angreifern. Mit, vor allen Dingen, ganz wichtig, mit physischen Angriffen. Es gibt zwei oder drei Ausnahmen, wie zum Beispiel von Ace, der Angriff Joker, der kann auch durch zwei Händer dann doppelt gezogen werden und der macht magischen Schaden. Aber das ist, ja, gibt da nur zwei oder drei Ausnahmen. Kann man, muss man nicht unbedingt beachten. Kann man allerdings jetzt gerade bei Eis, ist es eigentlich ganz okay, wenn man es dann beachtet und da kann man es ganz gut nutzen. Ja, am meisten lohnt tut sich das natürlich mit 5-Sterne-Base-Einheiten oder auch durchaus auch mit 4-Sterne-Base, wie zum Beispiel Shizuru. Ja, habe ich zum Beispiel die, die mich als Freund drin haben, sehen halt bei Shizuru Dual-Wield. Ja, bei Shizuru, also Zweihänder. Shizuru und Zweihänder reinzumachen und dann vor allen Dingen, da sie eigentlich nur Katanas oder Dolche tragen kann, kann man bei ihr auch sehr geil den Klingenmeister benutzen, das ist ihr eigener Thrustmaster, aber der kommt jetzt erst in der nächsten Kategorie, haben wir damit gleich übergeleitet. Nach der Werbung. Genau. Jetzt haben wir die Kategorie Super, also die sind halt auch noch richtig geile Dinger, die man unbedingt schnell machen sollte, aber nicht so wichtig wie die vier, die wir gerade genannt haben. Da zählen dann halt jetzt rein, ja, was wolltest du sagen? Ja, wollte eigentlich jetzt nennen, was da drin vorkommt. Na dann hau du raus. Ja gut, einmal haben wir Sachen genommen, die 50% Attack oder Magie zum Beispiel boosten. Das wären dann zum Beispiel Klingenmeister von Shizuru, Dunkle Bande von Dunkelfina und Doppelhart von Bartz. Gibt natürlich auch andere, aber das sind jetzt halt Beispiele, die wir genommen haben. Ja, die haben halt immer Sachen, die man erfüllen muss, damit man diesen Boost hat. Zum Beispiel bei Klingenmeister Meister muss man Katana tragen. Bei Dunkle Bande von Dunkle Fina war eine rote und eine Robe und bei Bartz darf man nur eine Waffe tragen. Das ist halt irgendwie sinnvoll bei Einheiten, die zum Beispiel diesen Skill schon selber haben. Wie, ich glaube, die andere sicher ist jetzt nicht sinnvoll, weil jetzt als Beispiel Garland, der hatte schon Double Hand von sich aus. Wäre halt irgendwie sinnlos, wenn eine, die diesen Skill hat, jetzt zwei Hände geben würde. Ja. Ja, dann nimmst du lieber vom Bartz, nimmst du da lieber noch einen Doppelhand rein, das stackt dann schön oder bekommt dann nochmal einen richtigen schönen Boost. Denn wenn man zwei nehmen würde, würde man den Skill ja komplett verlieren, also wäre ein bisschen schwachsinnig. Ja. Gut, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie hoch man dann trotzdem noch kommt, weil er greift ja dann immerhin zweimal an. Was man da ja. Das ist wahrscheinlich der eine an, mit einer zweiten Doppelhand ist wahrscheinlich der eine Angriff dann so stark, als würde er zweimal angreifen. Ja, das finde ich sinnvoller. Man kann es ja auch noch übertreiben. Man kann ja zur Doppelhand, nimmt man noch den Klingenmeister dazu und dann
gibt man ihm einen Sakura Fubuki. Genau. Wo er jetzt wieder auf die nächste Sache anspielt, die auch noch in der Kategorie vorkommt. Und zwar Sachen, die direkt dafür sind, um das zu aktivieren. Halt Sakura Fubuki ist ein Trust von Miyuki. Der Name, by the way. Ja, ein Katana für Klingenmeister. Bisher das beste Katana. Es gibt jetzt in Japan natürlich bessere, aber wir gehen jetzt von dem Global-Stand aus. Omnirotes von Arc, der Trust ist jetzt für den gut zu kombinieren mit dem Trust von Dunkelfina. Da muss ich dann halt noch suchen. Da ist Arc. Dann kann man dazu ja noch Fürstenmantel nehmen. Das war von Alma der Trust. Dann hat man halt Dunkelfinas Sachen komplett abgeschlossen. Ja, und dann wieder andere Sachen gibt es ja, die 50% Attack boosten, wenn das und das ausgerüstet ist. Dann gibt es dafür natürlich dann auch wieder spezielle Waffen. Müsste sowas geben wie, ja, könnte man jetzt zum Beispiel nicht 50%, aber könnte man ja Noctis sagen mit Breitschwertern oder so. Da könnte man dann halt dann wieder Excalibur nennen. Das gibt ja bei Noctis irgendwie 30 oder 35% Attack. Wenn man das sind 30, ja. Genau. Jetzt gerade mal ja. Gucken. Langschwerter erhöht an, da ja, steht nur Angriff. Aber es sind 30%, ja. Ach so. Ja, das wären dann zum Beispiel jetzt nicht 50, aber Noctis ist halt die Einheit, die irgendwie perfekt in diese Kategorie passt. Die hat halt irgendwie alles. So das und den Boost, wenn man das und das ausgerüstet hat. Zum Beispiel kann man dann, wenn man ein Großschwert nehmen will, Excalibur nehmen von Cecile, die dürfen eigentlich fast alle haben. Ist ja 3 Sterne Base. Dann Mondklinge von Delita, das ist auch ein Großschwert, ne? Nein. Mondklinge von Delita ist ein ganz normales Schwert. Ach, ein ganz normales, ja. Zum Beispiel, dann vielleicht, also wir nennen jetzt von der jeweiligen Kategorie eigentlich fast immer die besten Sachen. Dann Dämonensense von Elsa, das dürfte aber ein Schwert sein, oder? Ja, Dämonensiche sehe ich gerade, dass hier heißt. Das ist eine Lanze. Achso. Lanze, Speer, wahrscheinlich sowieso dasselbe. Ja, und dann noch Königin Wache von Agrias. War das jetzt ein Breitschwert oder wieder normales? Das ist ein Großschwert. Wir sind gerade mitten beim Aufnehmen. Oh, tut mir leid. Macht nix. Einfach ruhig und dann. Einfach nicht nerven. Und hallo, Stabi. Hallo. Ja, jetzt bin ich. Das war ein Großschwert. Ja, Königin Wache ist gut. Ein Großschwert. Langschwert. Ja. Könnte man zum Beispiel jetzt auch für Noctis nehmen, weil der hat jetzt, glaube ich, mit diesem Skill, mit dem Großschwert ähnliche Sachen wie zu Japan. Für die, die es nicht wissen, Noctis hat auf Global und Japan andere Skills. Ja, das ist halt Noctis irgendwie die perfekte Einheit, die man hier nennen könnte. Ja, und bei Königin Wache ganz, ganz wichtig zu sagen, Königin Wache hat kein Element und gibt einen passiven Buff, der 50% Defense erhöht. Jo, zum Beispiel auch ein sehr, sehr gutes Schwert. Großschwert. Ja, deswegen auch noch in dieser Kategorie der Trustmaster mit drin. Ja gut. Also die Kategorie ist halt voll mit Waffen, eigentlich den besten Waffen in der jeweiligen Kategorie, aber die man auch oft nutzt. Bögen und Äxt und Faustwaffen, kommen wir später noch zu, die sind nicht hier drin, weil die nutzt man nicht oft, weil auch nicht viele Einheiten sie ausrüsten können. Ja, es gibt Trust, damit man sie ausrüsten kann, aber das nimmt ja dann wieder einen Materien-Slot weg, also... Ja, so Waffen wie allgemein Schwerter, Großschwerter, Katana, die sind halt hier größtenteils drin, weil die halt jeder, also nicht jeder, aber sehr viele tragen können und weil sie jeweils sehr gut sind oder halt roten. Sie werden halt ganz einfach von den Top-Tier-Einheiten benutzt, vor allem von den 5-Sterne-Base-Einheiten, die Attacker sind. Wir haben, glaube ich, sowieso noch keine 5-Sterne-Base, die kein Attacker ist, oder? Ja doch, Ramsa. Ramsa ist ja eher Support. Anuel ist jetzt aber auch nicht wirklich ein Attacker. Stimmt. Weil, ja gut, der ist Global Exclusive, deswegen habe ich da jetzt nicht so dran gedacht. Ja, aber das wär's doch mit der Kategorie, oder? Willst du noch was dazu sagen? Mir fällt dann, ja, hast du eigentlich alles erwähnt. Ja, dann gut. Ja, nächste Kategorie wäre dann gut. Ja, wie wir gerade schon sagten, dann gut, ne? Boah, wir kommen immer rüber, ey. Legendär. Wir hätten mal als erste Priorität auf jeden Fall die 30% Boost Materias von natürlich das perfekte Beispiel, Maxwell. Kann man leider nur einmal holen, weil gibt natürlich nur eine Maxwell, gibt 30% Angriff und Magie. Dadurch auch ein ziemlich hoher Boost. Shantotto wäre dann noch zu nennen. Das ist hier unten die kleine. Das ist 30% Magie. Das, ja, 30% eben.
Wenn man jetzt, wenn man sich gerade drauf fixiert hat, einen Tank zu machen und gerade keinen Angreifer hochpumpt, dann wäre hier zum Beispiel jetzt die Priorität Amaranth zu nehmen, weil Amaranth hat 30% LP. Dann gibt es noch, ich glaube, Mentalismus von Refia wäre dann für Heiler relevant, oder? Beispiel, ja. Warte, erstmal meine Refia suchen. So weiß ich nämlich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, was die macht. Da haben wir Refia. 30% Psyche, genau. Und sogar noch 20% Mana dazu. Also das wäre dann jetzt die Kategorie für den Heiler. Und ja, für Attacker gibt es da leider im Moment nur Maxwell. Danach kommen dann 20% und sowas. Aber das, Ja, ja. wollte nur kurz was dazu erwähnen. Nur weil sie jetzt 30% geben, heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie genau besser sind. Kommt halt darauf an, was die anderen Skills dazu sind. Weil zum Beispiel hat Saria auch was. Das gibt 10% HP und 20% Death und Spirit. Das ist jetzt nicht schlechter, nur weil es nicht 30% Spirit hat. Kommt halt darauf an, wofür man das jeweilige nutzen will. Wenn man hingegen nur auf einen Healer geht, der auch selten angegriffen wird, dann ist natürlich, kann man auch Rephius Trust für andere Sachen nehmen. Wenn man hingegen zum Beispiel mit Saria lieber mit dem Trust auf den Tank geht, dann kann das natürlich auch da sinnvoller sein. Gutes Beispiel zum Beispiel Tillith, die von Grund auf schon eine Fähigkeit mitbringt, dass sie nicht mehr so stark angegriffen wird. Da kann man dann schon eher gucken, dass man mehr die Psyche hochdrückt, ohne jetzt unbedingt Wert auf Abwehr zu legen. Ja, zum Beispiel. Ja, und Ansonsten. ich wollte gerade Übergang machen. Achso, wollte jetzt eigentlich weitermachen. Ja, gut, dann mach du. Also als nächstes kommt dann jetzt die 30% und 30 plus, also nicht Prozent, sondern einfach nur 30 Werte Zubehör. Zubehörteile, die also 30% oder 30 Werte direkt geben, da hätten wir das erste Beispiel direkt Gafgarion mit seiner Armschiene. Gibt 30 Angriff, 15% LP dann noch dazu, schöner Bonus. Ist auf jeden Fall zu bevorzugen einem Heldenring gegenüber, weil 30 Angriff der Heldenring sind. Kommt je nach Grundangriff ist der Heldenring so zwischen 12 und 14, 15, gerne auch bis zu 18 Attack. Also hält mit 30 bei weitem nicht mit. Erst recht nicht mit dem 15% LP noch dazu. Snow. Der taucht hier durchaus auch auf in der Liste. Haben wir hier 30 Angriff, 30 Abwehr. Und er hat noch einen passiven dazu, der 20% Angriff und 20% Verteidigung gibt, wenn man eine Faustwaffe trägt. Das wäre zum Beispiel auch ganz gut, wenn man jetzt einen Charakter hat, der Faustwaffen benutzt. Vanille war da, glaube ich, oder? Genau, mit Vanille mit dem Beispiel. Magisterwappen. 30% Magie, 30% Psyche. Ziemlich geil für magische Austeiler oder eben auch für Heiler. Oder sogar für Heiler, die magische Austeiler sind. Wie Rem zum Beispiel, die haben wir noch nicht, aber die kommt noch. Ja, ach komm, wir haben da hier ein paar Beispiele hingeschrieben. Ich habe schon alle genannt. Ne, Lunef. Lunef haben wir noch nicht genannt hier. Der hat seine Himmelshandschuhe. Die machen 30 Angriff, 30 Magie, 30 Abwehr und 30 Psyche. Ziemlich geiles Allrounder-Teil. Und ja, Ein da bisschen geht's. unfair, dass man von dem Trust nur einen Handschuh kriegt. Ja, da geht's quasi halt darum, dann jetzt dies noch weiter zu optimieren halt. Die Werte. Und das geht's auch mit dem nächsten. Das sind die 20% Materias, Zubehör und die Kopf- und Rüstung, die 20 und mehr Werte haben, beziehungsweise 20% und mehr. Da kommen wir dann jetzt zum Beispiel auch hier zu Seria und Karl, die Ziegel des Schutzes machen mit 20% Abwehr und Psyche, 10% LP. Das sind halt mehr so die Allround- und Mischdinger. Die Zerstörung von Karl wäre dann Angriff und Magie 20% und LP 10%. Das ist dann sehr geil für magische und physische Angreifer. Oder sogar für Hybriden wie Noctis, natürlich perfekt. Schwarzkappe von Hayate ist 28 Angriff, 25 Abwehr, 25 Psyche. Gibt sogar noch Immunität für Schlaf.
was auch ziemlich gut ist. Wir haben uns das extra aufgeschrieben. Warum gucke ich da eigentlich nicht hin? Ramsa wäre dann hier noch mit seinem Fürstmantel, sondern Kaiserwams oder wie auch immer das Ding? Genau, Kaiserwams. Das macht ein paar 50 an Abwehr und gibt 15% Angriff. Dann Black Cat Lit, die haben wir hier auch. Und 15% Magie. Oh. Und 15% Magie auch noch, ja gut. Kann man ja schnell mal vergessen. Die schwarze Katze Lit war doch hier irgendwo. Ich will doch nur wissen, was du machst mit deinen Katzenöhrchen. Jetzt versteck dich 15 Def, 25 MP, 20 Magie und 20 Spirit und ist gegenüber Schweigen immun. Katzenhut. Genau, wie er es gerade schon gesagt hat, hier nochmal 20 Magie und so weiter. Ja, so eine Sachen eben. Quasi um das Ganze dann komplett zu komplettieren, das ganze Set. Von eurer Einheit, die ihr gerade aufbaut. Braucht man noch Katzenöhrchen? Dann sieht man das richtig gut aus. Ja, Katzenöhrchen gehören einfach dazu. Die müssen einfach. Als nächstes werden dann noch die Killer-Fertigkeiten. Die werden auch noch in dieser Kategorie, weil sie ganz einfach euren Schaden gegen bestimmte Art von Gegner um 50% anheben können und somit weit effektiver sein können als jede Angriffserhöhung, die ihr euch da so holen könnt. Weil 50% Schaden sind nun mal einfach 50% Schaden. Das, ja. Da hätten wir jetzt aber sogar Einheiten dabei wie hier der kleine König Giot, gerade mal 3 Sterne maximal hat, aber sein Trustmaster lohnt sich trotzdem. Da sind nämlich 50% mehr Schaden gegen Steinmonster. Wichtig hierbei physischer Schaden. Dann haben wir noch Drachentöter, ebenfalls 50% physischer Schaden gegen Drachen. Skaha ist auch eine 3 Sterne maximal aus dem Freund sammeln. Olli, maximal 3 Sterne Wikinger, hat Trockenlegen, 50% gegen Wassermonster, auch aus dem Freund sammeln. Montana ist eine andere Kategorie, aber der wäre auch noch Freund sammeln mit einem wichtigen Trustmaster. Edgar, ja. Der allseits gehasste Edgar, der ist für seinen Trustmaster doch sehr gut zu gebrauchen. Ich meine, früher war er sogar für Schaden zu gebrauchen. Jetzt ist er nur noch für seinen Trustmaster. Ich finde ihn gerade nicht. Der gibt Getreibesand. Getriebe? Ich bin gerade ein bisschen zu blöd hier. Getriebesand, hier habe ich sogar drin bei meinem Noctis gerade für das Event. Das sind 50% physischer Schaden gegen Maschinenmonster. Und ja, sowas eben. Fares könnte man, genau, Fares müsste man hier sogar noch mit erwähnen. Das ist ein Hybrid-Killer. Er macht gegen Drachen und gegen Wassermonster 50, oder? 50. Ja, ist 50 gegen Drachen und Wasser. Auch physischer Schaden wieder. Aber ziemlich geil. Das sind gleich 2 Killer-Fähigkeiten in einen. Umso slot-effektiver ist das Ganze. Ja, und da wären wir mit der Kategorie eigentlich durch soweit. Genau. Dann kommen wir jetzt zu den Dingern, die man so am Schluss macht, wenn man quasi alles Wichtige fertig hat. Oder für eine ganz bestimmte Einheit macht. Aber das macht Jan wieder. Zum Beispiel, ich habe ja vorhin angesprochen, dass es bei Super halt, also bei der Kategorie Super Waffen gibt, die halt viele Einheiten tragen, nutzen halt die Meta-Einheiten gezielt. Bei der Kategorie, die haben wir jetzt Rest genannt, halt, wenn man noch andere Sachen da nehmen will, für bestimmte Einheiten, wie gesagt, sind das halt hier jetzt Faustwaffen, Äxte oder Bögen. Von zum Beispiel Mercedes die Axt oder von Weißhexe Fina der Bogen. Da muss ich mal ganz kurz noch was reinschmeißen. Dann Froud. Was ich vergessen habe einzutragen, Mustardio. Der mit seiner Minigun. Der gibt nämlich Romanda Karabiner. Das ist ein Gewehr mit 107 Angriff. Kannst du ruhig weitermachen. Ach ja, genau. Ja, also allgemein jetzt Waffen, die zwar sehr gut sind, aber wenige Einheiten tragen können. Oder das Problem bei Bögen sind halt, dass man die mit Dual Wield, also mit zwei Einheiten, nicht zweimal nutzen kann. Dann haben wir noch genommen Zubehör.
allgemein Sachen wie die Schleife von Kefka oder zum Beispiel von Twilio Schutz der Göttin, also Sachen, die Statusimmunität geben. Sie ist zum Beispiel für Luca sehr sinnvoll, weil die keine Immunität gegenüber irgendwas hat. Für Refia eher sinnlos, weil Refia jetzt schon gegen die Sachen ist, diese hindern zu heilen. Dann noch von Seven die Erkenntnis. Ja, auch Statusimmunität und dann haben wir noch notiert halt die Rüstung von Varn. Das ist auch sehr sinnvoll. Halt eher, also man merkt, der Rest ist eher defensiv, außer halt die Waffen, die wenige nutzen. Das Schild von Leo wäre da auch noch nennenswert. Das Genau, zum Engelsschild, Beispiel. das macht Immunität gegen Stein, gibt 53 Abwehr und 25 Zü. Zum Beispiel ziemlich geil für zum Beispiel Cecile. Aber eben dann auch wirklich nur für spezielle Einheiten. Und dann haben wir noch Sachen, die meistens auch Einheiten haben, die irgendwie 3-Sterne-based sind. Zum Beispiel von Luna Sperrfeuer, von Russell Klingenblitz, von Teller waren es glaube ich 30% Mana. Von Montana die 50% Chance, selten angegriffen zu werden. Und von Medios noch, darf man nicht vergessen, die goldenen Eier mit 1,5 Erfahrung, wenn Ja, man 50% mehr Erfahrung darf man auf jeden Fall nicht vergessen zu nennen. Ja, das Ei von Medius. Habe ich sogar immer fertig. so goldig. Ziemlich gut. Und dann noch von Robert gemacht, alles was sonst noch rumkriecht, muss dabei sein. Ja, Ja, das. allgemein eigentlich ist jeder Trust irgendwie sinnvoll, aber es gibt Sachen, die sind wirklich die Anzeln mit Subvita ist eher so, nutze ich nie. Das habe ich nicht, aber selbst wenn ich es hätte, würde ich es nicht nutzen. Aber man kann es irgendwo, ja, irgendwo, irgendwie kann man alles nutzen, aber es hat halt seine Prioritäten. Eher defensive Sachen kommen am Ende, während man am Anfang halt eher auf Offensive geht. Hat man ja jetzt zum Beispiel gesehen, dass Kategorien Top-Tier und Super nur offensiv waren. Ja, die waren pur offensiv. Außer jetzt halt Doppelmagie in dem defensiven Bereich und Ring von Lucis, aber eigentlich nimmt man Doppelmagie. Ja, okay, Doppelmagie nicht, aber Ring von Lucis nur wegen den offensiven Teilen größtenteils. Und ja. Also erst offensiv, dann defensiv. Ich bin zwar eher ein Freund von defensiv, aber ja, das ist irgendwie eher an der zweiten Stelle. Man will eher seinen Damage-Dealer ja gut ausbauen, weil der ist irgendwie gezielt wichtig. Zum Beispiel für Noctis. Wenn man den gut ausbaut, dann kann der schon sehr viel Schaden machen. Also vor allem, du kannst deinen Gegner nicht besiegen, wenn du keinen Schaden machst. Da kannst du dich totheilen, da kannst du den geilsten Tank der Welt haben. Wenn du keinen Schaden dabei hast, wird der nicht sterben. Hält sich so sehr, dass du wieder stirbst. Urteilen. Deswegen. Ja, also meine Logik geht ja im Off-Team-Bereich. Du machst so viel Damage, dass du wieder Mitigation hast. Also 100% Mitigation, aber andersrum geht es leider nicht. Du kannst dich nicht so viel heilen, dass du den Gegner wegkillst. Da muss man drauf achten. Also Damage ist wichtig, aber Defensive darf man jetzt nicht vernachlässigen. Also man geht jetzt nicht mit einem Mono-Damage-Team rein. Das sollte man Okay. definitiv vermeiden. Es würde manchmal funktionieren, ja, aber eigentlich schon Must-Have. Am besten auch nicht Snow. Den mag ich nicht. Das hier wäre gut. Oder kriege ich das Licht später? Das hier hat ja auch gefühlt jeder. Ja, dadurch, dass er 3-Sterne-Base ist, droppt er halt auch ziemlich oft. Jo, hab zum Beispiel vier rumfliegen. Der offensive Account bräuchte mal einen, aber ja. Ja, da wir gerade die Trustmaster alle durchgegangen sind, könnte man vielleicht noch darauf eingehen, wie macht man denn eigentlich überhaupt sinnvoll Trustmaster? Ich habe jetzt übrigens hier gerade Event Dungeon gestartet nebenbei, damit hier wenigstens was läuft. Es gibt einmal die faule Variante und es gibt einmal die aktive Variante. Ich habe die faule gemacht, die ganze Zeit Trustmogis gesammelt, bis man sie dann fertig war. Ja, das ist Effektiv, vor aber allen Dingen die langsam. wirklich die langwierige Methode ist das wirklich. Einfach Trust Mogis, wo auch immer sie herbekommt, sammeln und dann reinstopfen. Und natürlich, wie ihr auch in meinem Inventar gesehen habt, wenn ihr jetzt irgendeine Einheit doppelt summont und da die Einheit wirklich nicht zweimal braucht, sondern einfach nur den Trustmaster von der Einheit irgendwann mal haben wollt, stopft einfach da eure doppelten und dreifachen Beschworenen rein. Das ist auch extrem langwierig, aber es wird schon irgendwann fertig. Was ich noch sagen wollte, was jetzt aber eine persönliche Meinung ist, das muss jeder anders sehen. Ich habe gezielt als erstes Zweihänder gemacht, weil halt Zweihänder auch wirklich
Ja, offensiv ist halt am Anfang wichtiger und Doppelmagie, also physische Damage-Dealer sind auch größtenteils sinnvoller als magische. Deswegen habe ich mir halt erstmal den von Zidane geholt und man merkt halt auch, dass Fizuru einfach damit um Welten mehr Damage macht. Also ich persönlich würde lieber als Erster auf Zweihänder gehen als auf Doppelmagie, aber wie jeder das sehen will, ist anders. Aber ja, wenn man Genji-Fäustlinge hat, würde ich lieber auf die gehen als auf Zweihänder. Ja, aber eher auf Zweihänder als auf Doppelmagie von mir aus jetzt. Die aktive Methode zum Farmen macht man übrigens hier auf den Crunchhead-Inseln im Erdschrein, den kennt ihr aus dem Tutorial. Jeder Eingang, das allererste Level, einfach Spam. Einfach reingehen, Auto drücken, warten bis fertig ist, reingehen, Auto drücken, warten bis und so weiter, bis die Energie leer ist. Einfach wegspammen. Tot langweilig. Ja, wie gesagt, 10% Chance, 0,1% zu bekommen, das ist, ja, das, ja. Ungefähr 10.000 Runs. Von denen kann man es viel effektiver machen, wenn man jetzt wirklich übelst viel von den Einheiten übrig hat, wo man gerade den Trustmaster machen möchte. Also man, sagen wir jetzt, man braucht nur noch einmal zwei Händer und hat noch fünf Zidans übrig. Die hat man jetzt einfach so rumliegen. Man braucht sowieso nur noch einmal den zwei Händer, weil man es schon dreimal liegen hat oder so. Dann nimmt man diese fünf Zidan und macht mit diesen 5 Zidanen das Level. Immer wieder und immer wieder. Wenn dann alle 5 jeweils 16% erreicht haben, dann kann man die ineinander fusionieren und man bekommt direkt 100% einmal den Trustmaster raus. Das ist aber wirklich nur, wenn man die in rauen Mengen hat. Also das würde ich so nicht unbedingt empfehlen. Wenn man Mit jetzt... Shantotto könnte man das auch machen, weil die aber noch zu oft. Ja, mit Shantotto könnte man das zum Beispiel auch machen. Aber das ist Aber wirklich nur bei Einheiten, die man in rauen Mengen hat und wo man den Trustmaster jetzt nicht 4, 5, 6 Mal braucht oder ihn schon 4, 5, 6 Mal hat und nur noch einmal benötigt. und eine Sache noch, damit die Leute das nicht außerdem machen. Wenn die Einheit, zum Beispiel Noctis, er hat einen saugeilen Trust, aber nicht eine Noctis in einen anderen rein fusionieren. Das wäre sehr dumm. Denn der Typ ist sehr gut, den kann man auch mehrmals in einem Team nutzen. Und allgemein Einheiten, die 5 Sterne Base sind und einen guten Trust haben, ja, trotzdem nicht die eine in die andere rein fusionieren, sondern beide behalten, weil kann man beide sehr gut in einem Team nutzen, gerade Noctis. Ja, auf jeden Fall. Und man kann vor allen Dingen Noctis sein Trustmaster auch gut und gerne zweimal gebrauchen. Also. Also zweimal auf dieselbe Einheit. Das weiß ich nicht, ob sich das stapeln würde, aber das wäre natürlich ziemlich geil. Ja, okay, Alterna wäre dann irgendwie für den Arsch, aber Ja, sonst. das Ausweichen halt, wenn sich das stapeln würde, das wäre gar nicht mal so doof. Das gleiche gilt auch mit Gilgamesh. Okay, den muss man jetzt nicht zweimal haben, aber der ist halt auch nicht schlecht. Und ja, also den Trust will man zweimal haben. Darum geht's halt auch. Ja, man kann auch gerne Gilgamesh zweimal benutzen. Wenn man jetzt nicht gerade noch Lunelf, Lightning, Noctis und sonst was noch in der Hinterhand hat, dann ist das durchaus auch nicht schlecht, zweimal Gilgamesh zu haben. Man könnte doch, wenn man Noctis. Ja, okay, das ist ein Was-wäre-wenn-Fall, der nicht existiert, aber wenn man Noctis mehr als fünfmal hätte. Ja, gut. Glaube ich, ja gut, gibt's bestimmt einen oder zwei dieser. Ja, egal. Mir würde jetzt so sonderlich Relevantes nichts mehr einfallen und ich würde einfach sagen, habt ihr noch Fragen? Packt's in die Kommentare. Genau, immer rein damit. Ja, und dann auch viel Spaß beim Informationen verarbeiten und beim Spielen. Macht's gut. Genau. Ciao.